Hey Leute, ich bin's wieder. Der versicherte Mann aus dem Internet. Kennt ihr das? Ihr wollt eine geile Fete veranstalten und für das leibliche Wohl eurer Freunde sorgen und ladet dann aus Versehen alle wieder aus und grillt für euch alleine? Nein? Gut, ihr heißt ja auch nicht Luke von Nerd Factory. Wann war das letzte Mal, dass einer eurer Freunde so eine richtig treulose Tomate war? Schreibt's mal in die Kommentare und schreibt's auch bei Luke in die Kommentare. Auf dem Weg dorthin könnt ihr auch gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ich freue mich über jede Unterstützung und die ist völlig kostenlos. Ihr schmeißt da so eine Pizza für eure Party in den Ofen, vergesst sie, der italienische Teigteller wird zu einem massenmordenden Pizzamutanten und bringt alle um. Oh, das kennt ihr ja auch nicht? Dann habt ihr wahrscheinlich Pizza Vendetta noch nicht gesehen. Dabei handelt es sich aber nicht um den neuesten Film oder Serienhit auf Netflix. Nein, Leute! Bei Pizza Vendetta handelt es sich um einen Werbespot der österreichischen Versicherung Grave. Und auch wenn diese Einleitung es jetzt vielleicht nicht vermuten lässt, möchte ich Pizza Vendetta einmal als Beispiel für gut gemachte Werbung nehmen. Viele von euch haben sich nämlich gewünscht, dass ich auch mal Positivbeispiele nenne. Habt ihr noch weitere Werbungen im Kopf, die euch gut in Erinnerung geblieben sind? Schreibt sie in die Kommentare. Das Angebot für Leute bis 25 Jahre, also nicht mehr für mich, weil ich echt ein aller Kudder bin. Grave Side by Side hat insgesamt 2 Spots produzieren lassen. Werfen wir erstmal einen Blick auf den teig gewordenen Käsehorror. Das unheimliche Ding aus dem Backofen. Leute, die haben sich sogar hingesetzt und Plakate für die Trailer gemacht, okay? Speck Efron? Leonardo Di Capricciosa? Ehrlich jetzt, ich finde das lustig. Vielleicht machen die ja noch mehr Werbung in diesem Stil. Mit dem Donnergott Knorr und seiner Suppenkelle Mjölnir. Und auch wenn der Humor so flach ist wie die Pizzen von eurem Lieblingsitaliener, die Witze mit den Namen der Darsteller sind heute echt okay. Und stimmt mal ab. Dicker oder dünner Teig? Kamera vergessen. Okay, wow. Schon in den ersten Momenten schaffen sie es mir, mit der Musik und der Farbgestaltung wieder Stranger Things Vibes zu vermitteln. Danke dafür. Ja, war eine gute Serie. Ich muss euch aber vorwarnen, erwartet bitte keine schauspielerische Top-Leistung. Es ist immer noch eine Werbung im Internet. Dafür könnt ihr euch aber auf so einige wirklich gelungene Anspielungen gefasst machen. Gemeinsam mit dem guten Luke oder dem schlechten Luke haben wir hoffentlich alle gefunden. Sorry, dass ich hier nochmal unterbrechen muss, aber schon hier fällt der typische Quentin Tarantino Trunkshot auf. Der Typ hat die Kameraperspektive zwar nicht erfunden, dennoch ist sie aber echt charakteristisch für seine Filme. Leute, sogar die Zollwerbung hat den geklaut. Ehrlich jetzt, Quentin würde den Shot auch in einige Filme ballern, in dem gar kein Auto vorkommt. In einem Western oder so. Es folgen noch ein paar schöne Einstellungen, Vogelperspektive, geile Farbgebung, guter alter 80s Synthie-Pop. Finde ich alles gut. Stimme getroffen. 10 von 10 would add again. Jetzt mal ehrlich. Mehr Firmen sollten ihren Werbespots etwas mehr Aufwand zukommen lassen. So einen Spot würde ich mir vermutlich von einem Video sogar angucken, ohne zu skippen. Und ja, Leute, ich bin Team No Adblock. Weil ich bin YouTuber. Adblock ist einfach eine Sünde. Es sollte das Wochenende ihres Lebens werden. Eine Teenie-Gruppe allein in einer geilen Location, ein cooler Sprecher aus dem Off. Ja, wir wissen doch alle, wie das hier enden wird. Jeder Horrorfilm von damals fängt genau so an. Und ich find's super. Aber dann kam alles anders. Boah, ich sterbe vor Hunger. Will wer was essen? Ja, ja, auch das kennen wir. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Wer von denen ist Avatar Aang? Wo ist der blaue Pfeil, Leute? Irgendwelche Korra-Fans hier? Nein? Horrorfilm Nummer Uno, der hier eine ganz klare Hommage bekommen hat, ist natürlich The Ring. Nur, dass die angegammelte Samara normalerweise aus der Fernsehröhre kommt und nicht aus dem Backrohr. Ich meine, stellt euch das mal vor. Die will euch erschrecken und gart gerade ordentlich bei 200 Grad Umluft auf einem Pizzastein. Ist ja wirklich nicht gruselig, wenn irgendjemand aus deinem Ofen kommt. Da ist es warm, okay? Da kannst du ja auch einfach sagen, oh gut, ich mach die Tür wieder zu und dreh auf 250 Grad. Was macht Samara dann? Ha? Du hast... Wo ist eigentlich unsere Pizza? Auf sie. Warum ist es plötzlich so heiß hier? Vergessen. Du hast auf sie vergessen? Gut, ich bin jetzt im Österreichischen nicht sonderlich bewandert, aber ich gehe einfach davon aus, dass das eine Redewendung von unseren Nachbarn ist. Muss ich nicht verstehen? Muss ich nicht gut finden? Ist ja auch eigentlich nicht fürs deutsche Publikum gemacht. Trotzdem verstehe ich nicht, wieso in Österreich so komisch gesprochen wird. Bei aller Liebe, ein Fotzhobel ist eine echt eine merkwürdige Bezeichnung für eine Mundharmonika. Und es heißt der Joghurt und nicht das Joghurt. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem Rohr und einem Backofen. Das ist nicht einfach das Gleiche. Ein Rohr ist rund. Ein Backofen ist nicht rund. Aber andererseits, was beschwere ich mich? Wir sind uns hier nicht mal einig, was ein Pfannkuchen ist. Wenn du in Berlin eine Frikadelle bestellst, dann wird dir halt auch immer der Kopf abgerissen und daraus eine Bulette gemacht. Aber sie... Da draußen ist jemand. Nicht auf dich. Gruselig, schmuselig, Leute. Entweder haben wir eine Anspielung auf Happy Death Day oder der gute Jason aus Freitag der 13. hat seine Hockeymaske verloren. Hut ab, auf jeden Fall für den Schauspieler, der sich eine Pizza ins Gesicht geklebt und damit in den Garten gestellt hat. Das ist Dedication. Okay, okay, okay.
Nicht so schnell. Die erste Szene, in der sich unsere Schauspielerin den Fladen ins Gesicht presst, ist eine ziemlich offensichtliche Anspielung auf Alien. Anstatt der kleinen süßen Facehugger springen den Leuten hier Pizzen ins Gesicht und pflanzen ihren Opfern Pizzabrötchen in den Körper oder so. Keine Ahnung. Ne? Irgendwann platzt so der Magen auf und dann ist es eine Margarita. Ich würde sie essen, Leute, okay? Weiter geht's mit Jurassic Park, denke ich zumindest. Es könnte zwar ebenfalls aus dem ersten Alien stammen, aber bei mir sind die Erinnerungen daran hochgeschossen, wie die beiden Kids sich in dem ersten Dino-Film in der Küche vor den Raptoren versteckt haben. Und das hier ist wieder Alien, also nicht sie. Und das ist Käse, aber der Shot ist wieder 1:1 aus Ridley Scotts Klassiker. Zugegeben, gerade im Standbild sieht das hier schon echt komisch aus. Aber irgendwie auch echt schön. Ich hasse Pizza. Und ich hasse unmotivierte Schauspieler! Speck Efron macht uns klar, wie er zu Pizza steht. Aber ehrlich, stand da im Skript, bitte so emotionslos wie möglich reden? War das ernsthaft eure beste Szene? Also, really? Ich bin jetzt auch kein Profi, aber ein bisschen mehr Elan in deiner Stimme hätte dem Trailer nun auch keinen Abbruch getan. Und ich hasse Pizza? Ist ja wohl auch ein hartes Statement. Das kann man ja dann so hingurgeln. Pizza Vendetta. Die Rache aus dem Backrohr. Wir erinnern uns... Rohr. Ofen. Rohr. Ofen. Kein Rohr. Kein Ofen. Kurz bevor wir noch einmal eine Anspielung vermutlich auf Happy Death Day bekommen, weist uns das Plakat darauf hin, worum es hier eigentlich geht. Natürlich kann man jetzt kritisieren, dass es schlecht für eine Werbung ist, wenn dem Kunden erst ganz am Ende gesagt wird, wofür überhaupt geworben wird. Das entsprechende Produkt vorher plakativ in den Spot zu drücken, hätte hier aber nicht unbedingt in die Stimmung gepasst. Wie gut wäre denn die spooky, spooky Gruselstimmung noch rübergekommen, wenn bereits in den ersten Minuten jemand gedroppt hätte, yo, lass die Pizza ruhig im Ofen, ich hab eine Haushaltsversicherung bei Grave. Aber bevor wir jetzt zu einem Fazit kommen oder so, habe ich noch einen zweiten Spot für euch. Denn nicht nur eine vergessene Pizza kann zur Gefahr im Haushalt werden. Legen wir also los mit Maximum Voltage. Und jetzt zu den Lokalnachrichten. Ein mysteriöser Mann treibt momentan sein Unwesen. Ein mysteriöser Mann? Ich hoffe, Sie meinen nicht mich. Ja, aber der hat einen Bart. Ich kann es nicht sein. Ne? Laut Augenzeugen berichten, taucht er in seinem DeLorean wie aus dem Nichts auf und richtet erheblichen Schaden an. Okay, das ist ein bisschen geil. Die haben sich nämlich tatsächlich einen DeLorean für den Dreh rangeholt. Habt ihr mal nachgesehen, wie teuer so ein Ding ist? Für unter 30.000 geht da nix. Andererseits wurden damals auch nur rund 9.000 Stück davon produziert. Und in den Spaltmaßen im Chassis konnte man mit seiner 10-köpfigen Familie campen gehen. Ja, die Dinger waren optisch geil, aber als Auto, jetzt nicht wirklich so. Und für 10.000 Euro mehr könnt ihr euch einfach Elon Musks neuen Cybertruck gönnen. Und der sieht literally so aus wie ein DeLorean, der zu viel im Fitnessstudio war. Und mit dem könnt ihr sogar auf dem Mars rumcruisen. Vielleicht, wenn das Glas nicht kaputt geht. Er gilt als äußerst gefährlich. Ein bisschen Synthesizer-Mucke reicht halt nicht aus, um das Gefühl der guten alten Zeit rüberzubringen. Mal ehrlich, die Werbung sieht halt straight aus wie aus dem IKEA-Musterhaus. Aber nicht wie aus den 80ern. Und auch die Kleidung unserer Protagonistin ist mehr so 2019 als 1984. Das ist eher TikTok als Beta-Tape. Das ist eher Smartphone als Schnurtelefon. Warte, ich helfe dir. Cool. Ist das deine Konsole? Ja, genau. Ich bin übrigens Simone. Wieso packen die sich da so an? Du rempelst doch nicht versehentlich nebenan von der Treppe, um dann das zu machen. Das ist wie so ein awkward Handshake im Ganzkörper. Und dieses Intro hätte halt einfach so straight aus einem Schmuddelfilm kommen können. Also, wurde mir mal gesagt von einem Freund. Hat hier jemand Alarm gerufen? Warum liegt da eigentlich ein Umzugskarton? Nee, versteht, da geht's gleich rund. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, genau das meine ich. Sowas will ich sehen. Eine geile Farbgebung, schöne Kamerashots. Leute, keine Ahnung, wie es euch dabei geht, aber mir wird bei sowas warm ums Herz. Und auch der coole Sprecher aus der Horrorpizza ist wieder mit am Start. Ob ich von der Werbung allein weiß, dass es um eine Versicherung geht? Nein. Aber Leute, die haben in 4K gedreht. Doch das Knistern sollte bald ein Ende haben. Versteht ihr? Das Knistern soll ein Ende haben in einem Film, der Maximum Voltage heißt, der auf Stromausfälle und Kurzschlüsse hinweisen soll. Ich bin ja auch nicht Heidi Klum, auch wenn wir in derselben Tonlage sprechen. Und ich arbeite auch nicht bei In Touch. Aber verdammt, das Outfit von dem mysteriösen Mann ist schon ganz weit oben. Leute, gönnt euch die Brille. Der Typ kommt einfach straight aus der Future, die sich Menschen in den 80ern vorgestellt haben. Und jetzt schaut uns an. Wir tragen nicht solche Brillen und wir haben Klimawandel. Ja, toll. Hey Mann, du hast es gemacht. Ja,
ja, die Anrempeln- und Fallenlast-Methode. Das ist quasi die Profi-Version vom Awkward-Ganzkörper-Handshake. Und wer kennt es nicht? Du findest einfach einen halben Atari 2600 in deiner Jackentasche und was machst du damit? Richtig! Man nimmt das einfach mit nach Hause. Ist mir mit meinem Sportwagen auch so passiert. Übrigens haben sich die Jungs und Mädels hingesetzt und auch ein geiles Plakat für diese Werbung erstellt. Der Schocker des Jahres. Mit Antonia Amperas, Naomi Watts und Gary Voltman. Ich freue mich schon auf Filme mit Emma Watson, Helena Omham Carter und Chris Hemsworth, der Tony Starkstrom spielt. Und Bruce Campbell. Evil Dead Fans, wo seid ihr, Leute? Gut, Spaß beiseite. Ich find's echt geil, wenn sich eine Versicherungsfirma so viel Mühe gibt, ein Angebot so unterhaltsam und ansprechend für junge Leute zu bewerben. Keine Ahnung vom Produkt, keine Ahnung, ob die gut ist. Aber die Werbung ist witzig. Auch wenn vermutlich die wenigsten unter den 25-Jährigen eine Ahnung davon haben, wer Antonio Banderas ist. Hey Simone, hast Bock? Na also, schöne Aufnahmen und ein geiler, schneller Schnitt. Philipp, merkt ihr das? Außerdem kommt in der Szene auch endlich mal wieder ein bisschen von diesem 80s-Vibe auf. Hey, die Wohnung passt überhaupt nicht ins Setting, aber Leute, ein Sega Mega Drive plus Röhrenfernseher. Ehrlich, Leute, da geht mir mal alles Herz auf. Das Grauen kommt von oben. Seit mich letztens eine Krähe mit einer Nuss bombardiert hat, stimme ich dieser Aussage definitiv zu. Und mit Nuss meine ich Kacke und mit Krähe eine Taube. Und schlägt zu. Warum ist der Fernseher wieder an? Ich habe doch den Stecker gezogen. Wenn du es am wenigsten erwartest. Was ist der Typ? Die Szene, wieso der Fernseher noch läuft, obwohl das Kabel gezogen wurde, hätte ebenfalls aus einem beliebigen Horrorfilm stammen können, in dem irgendwas Gruseliges mit dem Fernseher passiert. Und Leute, in Horrorfilmen passiert immer irgendwas Gruseliges mit dem Fernseher! Im Real Life bei mir zu Hause würde das überhaupt nicht funktionieren. Ich habe einen sogenannten Smart TV. Der braucht 20 Minuten zum Angehen, wenn es gut läuft und der kein Update machen muss. Dann drückst du auf die Netflix-App und zack, kein WLAN. Ja, der kann die gute Samara lange auf ihren Einsatz warten. Leute, lasst mich hier raus! Sorry, Samara, Alter, ich hab Android TV. Wir sehen uns in der Woche, Bitch. Aber unser stylischer Bösewicht hat es ja irgendwie geschafft. Gut, weil ist ja auch kein Smart TV. Er lacht böse, ein Spielzeugroboter fährt rum, Toast wird getoastet und der Drucker druckt wirres Zeug. Gut, keine Ahnung, wie ihr das seht, aber wenn jemand meinen Toast toasten würde, fände ich das sogar ganz nett. Und dass der Drucker unerkenntliches Zeug druckt, ist für mich jetzt eigentlich auch nichts Neues. Allerdings fände ich es auch komisch, wenn auf einmal meine Patrone von einem Drittanbieter doch wieder funktioniert. Widerstand ist zwecklos, finde ich im Übrigen auch wieder einen sehr gelungenen Wortwitz, weil Widerstand und Ohm. Haha. Voltman verschwindet in irgendeine andere Dimension und wir bekommen einen Hint, dass es im Haushalt viele Gefahren gibt. Und man eine Haushaltsversicherung abschließen sollte. Klar, logisch. Man könnte auch mit einem Blitzeinschlag oder einem Unwetter Werbung machen, aber das wäre ja lame. Hier machen wir lieber mit Voltman Werbung. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand die beiden Werbungen zur Abwechslung gut. Pizza Vendetta war aber deutlich besser als der Voltman, oder? Einzig in die Schauspieler hätte ich vielleicht ein bisschen mehr investiert. Die haben ihren Job halt okay gemacht. Aber stellt euch mal vor, in die wäre ein bisschen mehr Budget geflossen. Das wäre halt einfach richtig schön gewesen. So wie Philipp. Ich wünschte mir, mehr Firmen würden ihren Werbungen so viel Liebe zukommen lassen und sich einfach mal was trauen. Das wäre wirklich schön. Das wäre toll. Andererseits wäre ich dann meinen Job als Fachmann für schlechte Werbung los. Get the fuck out. Und kauft mein Merch, Leute, der ist geil.